Ich dachte sofort, hier stimmt was nicht. Ich nahm also mein Gewehr, das bei der Tür stand, und ging raus auf die Veranda. Der Hund raste auf unsere kleine Scheune zu und ich brüllte, Bandit, komm zurück! Aber er ignorierte mich und rannte immer wieder um die Scheune rum. Ich war fassungslos und verstand nicht, was los war. Als er die Tür öffnet und rausschaut, behauptet er, rote, kreisende, aufblitzende Lichter gesehen zu haben. Die Lichter kamen in Intervallen und sahen so aus, als würden sie rotieren. Aber eigentlich waren es eher flackernde Blitze. Das war definitiv kein Flugzeug. Ich war 3 Jahre lang bei der Luftwaffe. Ich kenne mich damit aus. Dann ganz plötzlich waren die Lichter weg und mit ihnen der Hund. Zwei Tage später, 15. November 1966. Es ist 23 Uhr. Die Ehepaare Roger und Linda Scarberry und Steve und Mary Mallett fahren auf einer einsamen Straße an der TNT-Fabrik vorbei. Plötzlich taucht etwas im Scheinwerferlicht auf. Als sie um eine Kurve fuhren, meinte Linda, einen Mann auf der Straße zu sehen. Beim Näherkommen sahen sie, dass er völlig grau war und riesige Flügel und glühend rote Augen hatte. Linda sagte, dass er fast wie ein Engel aussah. Rote Augen. Riesige rote Augen. Irgendwie hypnotisierende rote Augen. Linda Scarberry sagt immer, dass sie nicht mehr im Dunkeln aus dem Fenster schauen kann, ohne Angst zu haben, wieder diese roten Augen zu sehen. Es ist ein ungeheuer großer Vogel mit grauen Federn und riesigen Flügeln. Er hat breite Schultern. Und ein faltiges Gesicht wie ein Mensch. Mit diesen hässlichen, riesigen Augen, roten Augen. Man erzählte, er habe diese großen Flügel, ähnlich wie ein Engel, aber einen menschlichen Körper. Bei seinem Anblick packte sie die Angst und dann rasten sie mit über 150 Sachen über die Bundesstraße, raus aus dem TNT-Gelände. Und die ganze Zeit jagte dieses Ding hinter ihnen her. Während sie den Highway runterrasten und von dieser Bestie oder diesem geflügelten Ding verfolgt werden, sieht der Fahrer plötzlich einen toten Hund am Straßenrand. Das war bedeutsam, weil eine Menge Leute dachten, dass es vielleicht Merles toter Schäferhund war. Ich bin fest davon überzeugt, dass es mein Hund war. Er war gut erzogen. Normalerweise ist er sofort gekommen, wenn man ihn gerufen hat. Als sie die Stadt erreichten, drehte die Kreatur ab. Die zwei Paare gingen sofort zur Polizei. Als sie auf die Wache kamen, erzählten sie, Mothman gesehen zu haben. Die Polizei schien ihnen zu glauben, weil sie wirklich erschrocken wirkten. Sofort wurden die 4 Zeugen in getrennte Räume gebracht. Die Polizisten verhörten jeden einzeln. Und jeder dieser Zeugen beschrieb haargenau das Gleiche. Da wurde den Polizisten klar, das ist kein Scherz. Das haben die sich nicht ausgedacht. Egal, ob ihre Geschichte stimmte, ihre Angst war so echt, dass die Polizisten mit ihnen raus zum TNT-Gelände fuhren. Einige Polizeibeamte sollten sich um die Paare kümmern und alles untersuchen. Außerhalb der Stadt, an der Stelle, wo der Hund gelegen hatte, hielten sie an. Doch der Hund war weg. Sie hatten die Gestalt noch einmal gesehen, dort, wo der Hund gelegen hatte. Die Polizisten beschlossen, zum nördlichen Teil der alten Fabrik zu fahren. Auf dem Weg zur Sprengstofffabrik hörte einer der Polizisten ein Rauschen in seinem Funkgerät. Aber er hatte keine Erklärung dafür. Während ihrer Ermittlungen dort gab es immer wieder Störungen bei den Funksignalen. Es wurde berichtet, dass es ähnliche Störungen waren wie bei Merles Fernseher in der Nacht, als Bandit verschwand. In den folgenden Wochen wurde der Dämon mit den großen Flügeln und den roten Augen nun immer öfter in Point Pleasant gesichtet.
Es hatte eine Nase, aber ohne Nasenspitze. Sie war rund mit Nasenlöchern vorne. Ich kann mich nicht an einen Mund erinnern, denn sobald man die Augen sah, schaute man nur noch dahin. Bald bekam die mysteriöse Gestalt einen Namen: Mothman. 9 Tage, nachdem die Scarberries und die Mallets ihre Geschichte erzählt hatten, wie sie von einem geflügelten Wesen verfolgt worden waren, sahen 2 weitere Erwachsene und 2 Kinder das unheimliche fliegende Wesen am TNT-Gelände. Bald war Mothman über 100 Mal gesehen worden. In ganz Point Pleasant beschrieben Zeugen die gleiche Kreatur, ein über 2 Meter großes Wesen mit 3 Meter breiten Flügeln, die entsetzliche Schreie ausstieß, Autos verfolgte und kleine Tiere fraß. Viele konnten nicht mehr schlafen. Ständig verfolgten sie die roten Augen oder die furchterregenden Schreie. Viele Augenzeugen lebten in ständiger Angst, dass die Erscheinung sie erneut heimsucht. Am 16. November 1966 berichten Roger und Linda Scarberry zusammen mit Steve und Mary Mallett auf einer Pressekonferenz von ihrem traumatischen Erlebnis. Zur gleichen Zeit besucht Marcella Bennett einen Freund, der in der Nähe des TNT-Geländes lebt. Während sie die einsame Straße entlang fährt, sieht sie ein sich langsam bewegendes, flackerndes rotes Licht über der TNT-Fabrik. Als sie beim Haus ihres Freundes ankommt, wecken die Fahrzeuggeräusche anscheinend eine schlafende Kreatur. Sie hatte offenbar etwas aufgeweckt. Erst dachte sie, dass es ein Tier wäre, doch dann sah sie die roten Augen. Im ersten Moment glaubte Marcella, da stünde ein Mann in khakifarbener Kleidung. Dann fielen ihr die Füße und die groben grauen Federn auf. Nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen war, sah sie, wie sich im Garten eine riesige Gestalt erhob. Ob sie ihr Baby fallen ließ oder selbst stürzte und auf das Baby drauf fiel, ist wohl unklar. Sie sah, wie das Wesen auf sie zukam, stieg aus und ließ in völliger Angst ihre kleine Tochter Tina fallen. Später erzählte sie in Interviews, es sei ihr bewusst gewesen, dass sie das Baby fallen gelassen hatte, dass sie auf dem Baby lag und dass das Kind wahrscheinlich tot war. Aber sie war so starr vor Angst, dass sie sich minutenlang nicht rühren konnte. Sie hob ihr Kind auf und rannte ins Haus. Aber damit war die Geschichte noch nicht vorbei. Mothman war auf die Veranda gehuscht und starrte in die Fenster. Sie verriegelten die Türen und Fenster. Dabei stand die ganze Zeit diese Kreatur auf der Veranda und schaute ihnen durch das Fenster zu. Die Gestalt war nicht aggressiv, eher neugierig und hartnäckig. Für mich eine der wichtigsten Mothman-Erscheinungen, weil es so lange dauerte. Allen Schilderungen von Mothman ist eines gemeinsam: die glühend roten Augen. Sie sind das Merkmal, das am häufigsten beschrieben wird. Sie sind tiefrot, sie glühen und sie sind hypnotisierend. Die meisten Augenzeugen beschreiben die Augen als glühend rot, mit einem hypnotischen Blick, der einen fast in Trance versetzte. Hier leben anständige, ehrliche Leute, die ich seit Jahren kenne. Und plötzlich behaupten sie alle, diese Kreatur gesehen zu haben, mit ihren riesigen Augen. Verschiedene Leute erzählten mir plötzlich, dass sie eine Gestalt mit großen roten Augen gesehen hatten. Es war kein Tier. Da waren sie sich ganz sicher, weil die Augen nämlich nicht reflektierten, sondern glühten. Interessant, es gibt keinen einzigen Augenzeugen, der Flügelschlagen erwähnt. Alle berichten nur davon, dass die Gestalt ihre Flügel öffnete und in die Höhe stieg. Klingt fast schon nach einem Engel. Nachdem wir rechts auf diese Schotterstraße abgebogen waren, sah ich plötzlich etwas, das neben dem Auto herrannte. Ich dachte, ich hätte Halluzinationen. Ich schaute dieses Ding an, dann meinen Bruder und fragte, hast du das auch gesehen?
Während der nächsten 3 Monate erzählten über 100 Leute immer wieder solche Geschichten. Viele begannen sich zu fragen, was da wohl im Nordturm der Fabrik haust und das TNT-Gelände unsicher macht. Alle hatten Angst, besonders nachts. Auf keinen Fall wollte man da mit einem leeren Tank liegen bleiben. Es gab so viele Sichtungen von Mothman, offizielle und inoffizielle. Deshalb gibt es keine konkreten Zahlen. Auf jeden Fall geht es in die Hunderte. Viele dachten sich, das kann ich doch nicht erzählen. Was soll ich den Leuten sagen? Und dann kamen die ersten Berichte. Zunächst nur spärlich, doch dann brach eine wahre Flut an Berichten über uns herein. Entscheidend ist die Tatsache, dass die meisten Augenzeugen angesehene Leute mit gutem Ruf waren, also keine Horde von Trunkenbolden, die behaupteten, eine Kreatur gesehen zu haben. Das war kein Zufall. Es gab da irgendeine Verbindung durch die Menschheitsgeschichte. Schon Höhlenmenschen haben Mothman an die Wand gemalt, obwohl man es zunächst als etwas anderes interpretierte oder als ein Symbol für etwas anderes. Doch jeder, der eine religiöse Erscheinung hat, erzählt von einem Etwas mit Flügeln. Es sprang auf, schwebte kurz über den Hecken und breitete plötzlich seine Flügel aus. Da habe ich erstmals seine Flügel gesehen und dann verschwand es im Dunkel der Nacht. Mothman wurde oft auf Dächern und den Scheunen gesehen. Regelmäßig zog er seine Kreise über der kleinen Stadt. Sein Zuhause schien die Sprengstofffabrik und das Gelände dort zu sein. Neugierige fuhren in Scharen zur alten Fabrik, in der Hoffnung, einen kurzen Blick auf die Kreatur zu erhaschen. Allerdings gab es auch andere. Sie wollten der Angst und Panik mit Waffengewalt ein Ende bereiten. After the Mothman sightings, jeder wollte ihn sehen, diesen 2 Meter großen Vogel, der auf dem TNT-Gelände Autos verfolgte. Statt ins Kino gingen die Stadtbewohner freitagabends zur Fabrik. Sie hofften auf Live-Unterhaltung in Gestalt von Mothman. Gerüchte machten die Runde. Die Menschen erzählten von einem Dämon, der hier lebte und der weder verschwinden wollte noch einzufangen war. Und augenblicklich war der Fluch von Häuptling Cornstalk wieder in aller Munde. Man stritt darüber, ob die Kreatur Freund oder Feind, ein Engel oder der Teufel sei. Viele Augenzeugen sagten, dass sie die Begegnung fast als spirituellen Moment empfanden. Es war für sie nicht greifbar, fast schon irreal. Anfangs dachten viele, das Ende der Welt wäre nah. Es passierten so viele seltsame Sachen mit immer schlimmeren Folgen. Die Situation uferte regelrecht aus. Obwohl viele Augenzeugen die Kreatur nicht als bedrohlich beschrieben, berichteten die meisten, dass der Schock erst im Nachhinein eintrat. Die Erinnerung an die Begegnung war viel schlimmer als die unmittelbare Begegnung mit der Gestalt selbst. Die Betroffenen hatten ganz unterschiedliche Symptome, aber sie litten sehr stark unter der Begegnung. Sie konnten nicht schlafen, hatten Halluzinationen oder quälende Albträume. Die Augenzeugen waren extrem verstört. Sie litten an innerer Unruhe und Verfolgungswahn. Ständig hatten sie Angst, dass die Gestalt zurückkommen könnte. Viele Augenzeugen erlitten bei ihrer Begegnung mit dem geflügelten Wesen nicht nur psychische, sondern auch körperliche Blessuren. Nachdem sie in die hypnotisierenden Augen von Mothman geschaut hatten, schwollen ihre Augen an, wurden rot und vernarbt. Die Leute bekamen eine Bindehautentzündung in einem Ausmaß, wie man es sonst nur von Verstrahlungen kennt. Andere hatten im Dezember plötzlich Sonnenbrand. In West Virginia ist das wetterbedingt eigentlich unmöglich. Viele hatten entzündete Augen, eine ganz heftige Bindehautentzündung.